Ja, die Banda Internationale. Für mich ist ja Musik so ein bisschen meine Heimat seit frühester Kindheit. Susanne, was ist für dich Heimat? Ja, Heimat ist natürlich der Ort, aus dem man kommt, aber eigentlich für mich vielmehr der Ort, in dem ich irgendwann leben möchte. Das ist bei mir glücklicherweise oder vielleicht auch zufälligerweise derselbe Ort. Die Johannstadt. Naja, zumindest die Region hier. Okay. Nennen wir es mal Region Meißen. Ah ja. Also du bist in Meißen geboren? Ich bin quasi in Meißen geboren und wenn ich auf den einen Berg gucke, sehe ich, dass das, da ist jetzt eine Schule drin, da ist der Ort, in dem ich geboren bin, das war früher ein Krankenhaus, auf dem anderen habe ich auf dem anderen Berg meine Tanzstunde gemacht, da weiß ich, an welcher Kreuzung ich beinahe durch die Motorradprüfung gefallen wäre. Hier in Dresden weiß ich, wo der Patenonkel der Kinder wohnt, wo die Omas wohnen und so weiter. Von daher ist das natürlich schon irgendwie so ein heimatliches Gefühl. Ich überlege mir aber, ob das genauso sehr meine Heimat wäre, wenn ich jetzt beispielsweise in San Francisco wohnen würde. So, und ob mich dann dieselbe Wut und Ergriffenheit und Betroffenheit ergreifen würde, wenn ich so über das, was wofür Sachsen und viele Orte, in denen ich groß geworden bin, Dresden, Heidenau, Freital, Meißen und so weiter, ja, ob diese Orte dann mich genauso ergreifen würden, wenn ich jetzt woanders wohnen würde. Und ich wage zu behaupten, dass das nicht so ist, sondern würde ich sagen, naja, das ist halt vorbei. Das ist für mich dann nicht mehr so der Punkt. Aber da ich in diesen Orten ja bleiben möchte und meine Kinder hier groß werden sollen und das auch wahrscheinlich tun werden, interessiert mich ja viel mehr, was in den nächsten 25 Jahren mit den Orten passiert oder den nächsten 30, 40 Jahren. Und das ist für mich eigentlich die Heimat, also das, wo ich mal hin möchte. Die Zukunft. Die Zukunft. Ach, schön. Konstantin kommt ja nicht von hier, aber dich bewegt das ja dolle, was hier passiert trotzdem. Deswegen bist du ja auch heute hier. Das bewegt mich sehr, ja. Also es bewegt mich ja sehr, dass, und das hat mit dem Begriff Heimat für mich sehr viel zu tun, dass mittlerweile das gute alte Vaterland, ich habe gedacht, das ist längst ausgestorben. Ich habe es gehofft, es sei längst ausgestorben. Ich habe auch in einem Lied mal geschrieben, vielleicht wäre Mutterland die bessere Lösung. Dass ein Vaterland, also der Patriotismus, wieder so als Heimat gesehen wird und dann Sätze auftauchen aus dieser ganzen Pegida-Ecke und diesen neuen Identitären, die da sagen, ein guter Deutscher ist nur ein Deutscher, der auch fürs Vaterland stirbt. Also da kommen wieder Dinge, wo ich wirklich gedacht hätte, noch vor 3 Jahren habe ich nicht geglaubt, dass es möglich ist, dass sowas wieder auftauchen kann. Weil für mich hat Heimat mit Vaterland, mit Nation überhaupt nichts zu tun. Was ist für dich Heimat? Für mich ist Heimat. Wo kommst du eigentlich hin, wenn du von Tourneen kommst? Also ist interessant. Eigentlich ist auch auf Tournee für mich eine unglaubliche Heimat, auf der Bühne zu stehen mit 1000 sehnsüchtigen Menschen, die gleiche Sehnsucht haben wie ich. Das nenne ich Sehnsucht, nicht die gleiche Meinung, aber die gleiche Sehnsucht. Und dort für 3 Stunden eigentlich einen, mag jetzt etwas kitschig klingen, aber eine Art Liebesvereinigung zu feiern. Man mag sich in diesem Moment, man hat die gleiche Hoffnung, die gleiche Sehnsucht, den gleichen Ärger auch in vielen Fällen. Und das hat schon etwas, das ist schon auch Heimat. Dann habe ich örtlich, ich lebe auch in Italien. Also ich weiß nicht, ist jetzt Bayern für mich die größere Heimat als dieses Dorf in Toskana, wo es mir so geht wie das, was du gerade erzählt hast, wo man jeden kennt. Und Heimat ist für mich auch schon, muss ich sagen, immer Sprache, Dialekt. Also gar nicht so sehr die Sprache, aber also wenn ich mit Spezies aus der alten Schulzeit bayerisch rede, das ist auch ein Stück Heimat, gar keine Frage. Aber du hast das vorhin angesprochen, Musik, zum Beispiel Poesie ist Heimat für mich. Und das muss nicht die Deutsche sein, ob das ein Neruda oder ein Rilke ist. Da geht bei mir etwas auf, Heimat kann man nur in sich selbst entdecken. Nur ausschließlich. Quasi als Gefühl, Heimat als Gefühl. Es ist ein Gefühl und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen. Ich möchte es nochmal ganz stark gegenüber dem Patriotismus abgrenzen. Ja. Na, für mich hat Heimat auch nichts mit Nationalstaaten zu tun. Also ich bin im Studium für ein ganzes Jahr nach Nashville gegangen und kannte da keinen. So, und das war nach 3 Monaten war es für mich eine zweite Heimat. Hast du Musik studiert, also, oder? Ja. Ich habe da Musik studiert. Auf der, wie ist die School? Berklee School oder? Belmont heißt die. Okay. Genau. Und ich bin dahin nur mit einem Koffer und einer Gitarre und nach 3 Monaten war es einfach Heimat. Und das liegt aber auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, also du bist für mich auch Heimat, weil ich dich einfach in der Kindheit gehört habe.
Und gleichzeitig habe ich aber durch meinen Bruder amerikanische Musik gehört die ganze Zeit. Und das war für mich auch Heimat. Und als ich da hingekommen bin, da waren dann die Echten quasi, die ich die ganze Zeit gehört habe. Und dann, ja, war auch Heimat. Genau. Khaldun, wenn man deinen Namen hört, denkt man, naja, Heimat, das wird irgendwo sein. Aber deine Heimat, die ist, ja, kannst du die definieren, kannst du die beschreiben? Also, wo du sagst, die Heimat ist da? Ich würde Heimat überhaupt nicht lokal festmachen. Das kann ich für mich nicht. Ich mache das an so Sachen wie Sprache, Dialekt fest. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich für, ich glaube, eine Woche in Zypern war und dann auf dem Rückflug an unserem Flughafen Dresden International angekommen bin. Nee, aber ich finde das wirklich so, dass, wenn ich Sächsisch höre, weil ich bin in Karl-Marx-Stadt geboren, also die letzten Tage davon noch, das löst was in mir aus. Und deswegen ist das zum Beispiel für mich auch total krass, wenn ich merke, dass Sachsen gerade in so einem unglaublichen negativen Fokus steht und dann auch bestimmte Menschen, die diesen Dialekt sprechen, der für mich Heimat bedeutet. Und ich weiß, dass diese Menschen, also die jetzt bei Pegida und Co. mitlaufen, ja mich quasi von etwas entfremden wollen oder mich von etwas quasi distanzieren wollen, was für mich eigentlich, sag ich mal, was für mich so inhärent ist. Ja? Auf der anderen Seite, vielleicht mal so ein Beispiel. Ich war vor 2 Jahren zu einer Bildungsreise in den USA. Und wir haben in New York uns Moscheen angeguckt. Und da gab es eine Moschee, die war ziemlich prunkvoll und prächtig, wurde, glaube ich, von den Kuwaitis gebaut. Und irgendwie, ich habe mich nicht so richtig wohlgefühlt dort. Lag vielleicht auch an den Leuten. Und dann sind wir später in die Bronx gefahren. Und die Bronx hört man ja immer so, ne, so Kriminalität und so weiter. Und die Moschee dort war auch tatsächlich eher so, wie soll ich das sagen, in so einem, ich weiß nicht, ob das ehemals so ein Parkhaus war oder so. Die haben es auf jeden Fall umfunktioniert. Und da gab es ein paar, die haben diesen südjemenitischen Dialekt gesprochen. Mein Vater kommt aus dem ehemaligen Südjemen. Und das war plötzlich für mich auch total die Heimat. Da merke ich einfach, ich kann es nicht an einem Ort festmachen. Das ist manchmal so ein Gefühl, besonders über Sprache, manchmal auch über Essen, wo ich einfach merke, hier fühle ich mich zu Hause. Und deswegen glaube ich auch, dass man Heimat überall auch schaffen kann, mit Menschen, mit denen man sich so verbunden fühlt. Apropos Essen und Heimat, Sana kommt von am weitesten her gerade und wegen Heimat. Hier, das Mikro. Naja. So, ich hab dir was mitgebracht. Das ist toll. So. Gibt's es erstmal. Das ist toll. Aber ein kleines bestimmt ein bisschen. Ja, nur ein ganz kleines bisschen. Ganz kleines bisschen. Wir können ja dann noch mehr. Jetzt muss ich bloß hier gucken, dass das irgendwie wieder geht. Ich habe nämlich nicht geguckt, wie das eigentlich war. Naja. Soll ich dir mal helfen? Du kannst das, ne? Du bist Profi. Deins ist auch rausgerutscht, haha. Und ich bin so ein Typ, der kann total so gut einschenken. Also, schenk doch mal ein. Schenk doch einmal ein Lied von dir. Wieder. Das hat mich lange geübt. Das ist was ich richtig gut kann. Das Einschenken? Ja. Das Einschenken. Was ist das für ein... Genau. Das Sana, ist Alkohol. Ja, das sieht so aus. Also, das heißt Arak. Bei uns Arak. Mhm. Ja. Also, wir sagen Arak. Das ist aus Trauben und mit Anis. Anis, genau. Du kannst das auch. Ja, kenne ich. Das, den mag ich sehr, und, den Arak. Es gibt ein Sauber, wenn man ein bisschen Wasser. Ah ja. Willst du auch mal riechen? Wird's grün. Nee, es schäumt vor allem. Ja, es wird trübe. Habe ich in Jordanien getrunken. Sie ist Zauberin. Aber vielen Dank. Sana, erzähl mal ein bisschen. Du kommst aus Damaskus. Also ich bin in Dara geboren, aber in Damaskus gewohnt. Und also mein Heimat ist Syrien. Ich fühle mich hier wohl, aber mein Heimat, also Heimat für mich bedeutet, wo ich geboren bin, ja. Wo ich Erinnerung habe, wo ich gewohnt habe, wo ich in der Schule gegangen bin und so weiter. Vertrautheit.
Ja. Wo sind meine Verwandte? Mhm. Das ist meine Heimat. Also auch kann man sagen, also Heimat ist, wo kann man gutes Leben hat und wo kann man miteinander gut geht. Aber also für mich, also meine Heimat ist Syrien. Ja. Ich fühle mich hier also trotzdem wohl und meine Kinder auch fühlen sich hier wohl. Aber die Hauptsache, dass wir also leider kommen hier nicht, weil wir das möchten, weil das müssen hier kommen. Ja. Das ist vielleicht also der Grund oder so. Ich glaube, das muss man sehr wahnsinnig gut. Es kam mir in dem Moment auch der Gedanke, es ist ja ein Riesenunterschied, ob deine Heimat, deine örtliche, zerschlagen worden ist, brutal niedergemacht wurde, alle Menschen weg sind, ja. Dann redest du natürlich völlig anders, auch über den Ort deiner Heimat, als wir es tun, die wir immer unsere Heimat, also die lokale Heimat jetzt besuchen können. Gar keine Frage, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, also wir kommen hier, weil wir suchen Sicherheit. Wir suchen Frieden einfach, besonders Frieden, für meine Kinder. Aber also wir wollten das einfach nicht. Also es ist gut hier und die Menschen, also gibt es die Menschen, die mögen uns nicht, aber gibt es auch die Menschen, die mögen uns sehr und haben wir sehr geholfen und ja, und sie sind sehr freundlich und nett und hilfsbereit. Aber trotzdem, meine Heimat ist Syrien. Ja. Hier gibt es ja schon ein paar Leute, die dich ganz gut mögen. Und trotzdem bekommst du manchmal das Gefühl von Heimweh. Oder gibt es dieses Gefühl, gibt es dieses Verlangen irgendwie, etwas zu spüren? Ja, leider. Ich versuche immer, nicht an meine Heimat, also zu Hause, zu sprechen. Weil wenn ich an meine Heimat spreche, fangen wir so weinen an. Ja. Und meine Kinder auch so. Und ich würde... Daran kann man natürlich auch schon sehen, wie wichtig diese Heimat ist und wie wichtig und wie emotional geladen das ist. Und wenn jemand sich hinstellt und halt nach seiner Heimat sucht, dann ist es was ganz Existenzielles so im Leben. Khaldun, wenn du nach Heimat suchst, musst du dich da bewegen? Fährst du dann nach Chemnitz und sagst, ja, nicht schlecht hier, gehe ich auf und ab, das ist meine Heimat, da habe ich sie gefunden? Oder musst du manchmal irgendwie vielleicht noch ein Stück weiter gehen? Also die Zenti in Chemnitz, Zentralhaltestelle, ja, naja. Es ist auf jeden Fall auch mit Bewegung verbunden, ja. Also zum Beispiel, wenn ich bei meiner, also man hört mir das so nicht an, aber ich spreche eigentlich auch ganz gut Sächsisch, so. Mach mal. Ja, bitte. Ich weiß nicht, warum ich das so nicht spreche. Ich mache das bei meiner Oma. So. Oder ganz kurz, da sind wir bei mir bei der Heimat, weil das ist die Couch von meiner Oma. Ah, großartig. Der Tisch von meinem Großvater. Ja. Also nur so nebenbei. Nee, aber das bedeutet für mich dann natürlich auch Heimat. Und Heimat bedeutet für mich zum Beispiel auch, ich habe das schon angesprochen mit dem Südjemen. Aber das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich weiß, ich kann da gerade nicht hinreisen, weil auch da, ähnlich wie in Syrien, ist Krieg, ziemlich heftiger auch. Und es sind viele unterschiedliche Parteien, die dort kämpfen. Und das ist eigentlich auch überhaupt nicht wichtig, wer dort kämpft. Wichtig ist, dass man seine Großeltern nicht besuchen kann, seine Cousinen, Cousins, Tanten, Onkels nicht besuchen kann und dass man einfach nicht weiß, wann man die nochmal sieht. Und ich glaube, das ist etwas, was ich manchmal so in Gesprächen mit Menschen hier in meiner Umgebung mitkriege, was die manchmal nicht nachvollziehen können. Also wie das ist, wenn man quasi Verwandte hat. Man hat so die Oma, Opa so und kannst nicht zu denen hinfahren. Führt kein Weg dran vorbei. Das macht mich auch manchmal auch echt traurig, ne? Weil man merkt, es fehlt ein Teil von Heimat irgendwie auch oder ist nicht zugänglich. Auch wenn das jetzt in der Situation nicht möglich ist, jemanden dort zu besuchen im Jemen, warst du schon dort? Was hast du dort empfunden? Ich war schon ein paar Mal dort, halt immer so in den Sommerferien, hat man die komplett ausgenutzt. Das letzte Mal war ich 2008 dort. Ich hatte seitdem nicht mehr die Möglichkeit und seit 2013 kann man auch nicht mehr hinreisen. Es ist einfach zu riskant. Was ich dort hatte, ist, ich hatte tolle Begegnungen mit Menschen, die
die mit mir gesungen, getanzt, manchmal gebetet haben, manchmal einfach nur gut gegessen haben und die mir die Sprache, die lokale Sprache vor Ort beigebracht haben. Und dieser Dialekt, der witzigerweise so klingt wie Sächsisch. Das ist wirklich so. Das klingt wie arabisches Sächsisch. Das ist, und das ist so, ja, das sind, so Elemente, die ich irgendwie mitgenommen habe. Und die mich dann immer wieder daran, eben, wenn ich so auf Leute treffe, wie das, was ich jetzt erzählt habe aus den USA, manchmal trifft man solche Leute auch hier, wo man so Flashbacks bekommt. Und dann kommen so Bilder aus den Reisen und so. Und ja, das ist dann ziemlich bewegend. Mhm. Hilft das, wenn man so eine Ausdrucksform hat, um sich seine Heimat zu beschreiben, um sich so ein bisschen Luft zu machen? Naja, das ist ja die, was ich an der Poesie so liebe, ist, dass sie einen lehrt, dass nichts ausinterpretierbar ist. Und der große Fehler, den wir machen in der Sprache, wahrscheinlich in jeder Sprache und sicher in jeder Sprache, ist, dass wir immer denken, da ist ein Wort und dieses Wort weiß ich jetzt ganz genau, was es bedeutet. Es stimmt aber nicht, Worte sind Symbole. Die Buddhisten sagen was sehr Schönes, der Finger, der auf den Mond zeigt, ist nicht der Mond. Und das ist ein ganz wichtiger Satz. Und das Wort Gott, sind wir an einem ganz typischen Beispiel, wird von allen ausinterpretiert oder von so vielen Menschen. Die einen, jeder glaubt zu wissen, wo Gott wohnt, wen er bestraft, was in der Bibel steht. Das ist der ganz große Fehler. Anstatt das Wort mal zu lassen und auch in der, mit der eigenen Erfahrung immer mehr sich dem anzunähern. Und das lehrt mich die Poesie. Und deswegen bin ich der Poesie so verfallen. Weil ich weiß, in ganz atheistischen Zeiten als sehr junger Mann, ich bin katholisch aufgewachsen und musste natürlich zuerst mal extrem rebellieren gegen den Katholizismus, würde ich auch heute noch, bis auf Franziskus, der ist toll, der gefällt mir gut. Aber da habe ich immer gesagt, mit Gott kann ich nichts anfangen, so als 19-, 20-Jähriger, aber der Gott Rilkes, mit dem habe ich kein Problem. Was wirst du tun, Gott, wenn ich sterbe, schreibt Rilke. Also in der Poesie war es für mich nie ein Problem, die hat mich etwas gelehrt. Und natürlich ist das eine ganz große Chance, um etwas zu finden, ich schließe auch sofort ab, und dann die eigentliche, wirkliche Heimat, die wir haben, ist, dass wir in uns spüren, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wir gehören alle zusammen. Wir haben eine Heimat haben wir alle zusammen. Das ist in unserem tiefsten Inneren dieses mystische Empfinden der Verbundenheit mit allem, nicht nur was lebt, mit allem, was ist überhaupt. Dieses Gefühl ist das Gegenteil von den Gefühlen der Trennung, die uns die ganzen politischen Ideologien versuchen zu erklären. Du gehörst nicht zu uns, du gehörst nicht zu uns, du bist woanders. Wir gehören zuerst mal alle zusammen. Dann können wir auch trefflich streiten darüber, ob wir der oder der Meinung sind. Das dürfen wir alles. Aber dieses innerste Gefühl, das hat mich auch die Poesie gelehrt. Das klingt schon ganz schön spirituell. Ist es. Habe ich kein Problem damit. Auf der anderen Seite verdeutlicht es natürlich sehr, dass die Heimat die Menschen sind, die dich umgeben. Die Ideen, die Verlangen, die Sehnsüchte, das Kommunizieren, das Miteinander austauschen. Ja. Genauso wie wir das hier auch machen. Dass wir uns gefunden haben an einem Ort, wo wir auch sehr unterschiedlich sind, so in unserer Art, in unserem Wesen, in unserer Biografie, in unserer Geschichte. Und trotzdem. Also, das ist doch für mich hier mehr Heimat, als wenn ich in Bayern in der Wirtschaft mit 5 Rechtsradikalen zusammensitze. Oder ist doch gar keine Frage. Hattest du eigentlich, Sanna, hattest du die Chance, Musik mitzunehmen, Bücher mitzunehmen? Etwas, was du damit verbindest? Oder hast du das nur im Herzen, im Kopf, in den Ohren? Also, ich habe den ganzen Album mitgenommen. Und ein paar Bücher, arabische Bücher von der Schule, weil ich möchte gern unsere Sprache behalten. Mhm. Also ich möchte gern meine Kinder die Muttersprache nicht vergessen. Ich finde das sehr wichtig. Und ich habe 3 Kinder. Also zuerst, ich würde mich entschuldigen, dass meine Deutsch ist nicht so gut. Das hätte ich schon mehrmals gesagt, das stimmt nicht. Wenn mein Arabisch halb so gut wäre. Ja, genau. ich habe 3 Kinder, ja. Habe ich gesagt, also 2 Töchter und einen Sohn. Mein Sohn ist
schon klein, klein, so jung. Deshalb habe ich gedacht, vielleicht vergisst ihr was. Und ich habe immer zu Hause ihn gelernt. Und wir sprechen zu Hause Arabisch. Das ist sehr wichtig auch. Arabisch ist eine wichtige Sprache. Viele Leute jetzt sprechen in der Welt Arabisch sprechen. Und also das ist meine Sprache, unsere Muttersprache. Und das war alles. Also ein paar Bücher, arabisches Bücher von der Schule und den ganzen Album mitgenommen. Ich wollte bloß kurz dazu sagen, auch die Kinder sprechen exzellent Deutsch. Also es ist jetzt nicht so, dass zu Hause nur Arabisch, also dass sie nur Arabisch können, sondern es ist, die können beides sehr gut. Ja. Ja. Das ist auch eine gute Alzheimer-Prophylaxe, bilingual aufzuwachsen, habe ich mir mal sagen lassen. Was ich auch interessant fand, du hast erzählt, als du hergekommen bist auf dem Arbeits- oder wie heißt dieses Amt? Für Jobbörse, Dingens. Jobcenter. Danke, dass wir die Politik mit eingehen. Jobbörse? Er hat Jobbörse gesagt. Ich hab das nicht gesagt. Ja, auf jeden Fall haben die sich geweigert, Englisch zu reden. Ja, also wir können überhaupt kein Deutsch. Und also als ich hier gekommen bin, ich habe also zum Jobcenter gegangen. Ich bin zum Jobcenter gegangen und habe gefragt, can you please English? Can you English speak? Can you speak English bitte? Please. Wie gesagt, das ist also gute Alzheimer-Prophylaxe. Er hat gesagt, ja, ich kann, aber ich möchte das nicht. Oh, Mann, ey. Ja, das hat vielmal mit mir passiert. Ausländerbehörde zum Beispiel, auch so. Wie nennt man Ausländerbehörde und sie sprechen nur Deutsch? Ich verstehe das nicht. Also nur Deutsch und Ausländerbehörde. Da kann man das nicht verstehen. Ich glaube, es ist wichtig, in so einer Runde auch immer wieder zu erwähnen, weil das fehlt in den meisten anderen Talkrunden, dass es ja wirklich unglaublich viele Menschen gibt in Deutschland, die hilfsbereit sind, die helfen wollen, die in der Flüchtlingshilfe engagiert sind. Das taucht nur nicht so auf in den Medien. Logischerweise ist es auch spannender, irgendeinen Hornochsen wie Björn Höcke reden zu hören. Ich weiß nicht, warum es spannend sein soll, aber gut. Oder irgendein Gauland oder wie sie alle heißen. Man sollte immer wieder betonen, dass es hier wirklich ganz viele Menschen, ich treffe sie auch immer wieder, ich treffe sie in den verschiedensten Orten, nicht nur jetzt bei Konzerten und so, so viele Leute, die engagiert sind. No names, also keine Prominenten oder sowas, sondern einfach Menschen, die sich engagieren und die hilfsbereit sind und ein großes Herz haben. Und das sollte man betonen und auch jetzt hier wieder betonen. Das und diese ist, Menschen, gibt, die gibt's überall, ja, ne? Es gibt es überall. Überall, in ganz Europa. Ja, es gibt Welt. Überall, also überall auf der Welt. Es sind welche hier. Ja, es sind welche hier. Da gehe ich mal rüber. Weil die Banda engagiert sich extrem. Und wir haben nämlich neben dem Geburtstag auch noch was anderes zu feiern. Der Sabit hat gerade seine Deutschprüfung mit ganz toll bestanden. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber herzlichen Glückwunsch. So, das ist Mihau und er hat die Banda mit gegründet. Stimmt das? Soll ich mal hier? Ja. Willst du mit Ständer reden? Gut. Und wann war das? Willst du irgendwie so stehen, dass man dich da aussieht? Nee, oder? Ach, das ist, ich bin nicht so. Du bist wichtig. 2001. 2001, das ist ja ganz schön lange her. Und du kommst auch nicht von hier, was man gar nicht hört. Also ich habe das nicht gedacht. Also allein von deiner Sprache her. Wo kommst du her? Ich komme aus Polen. Und wann bist du hergekommen? Ich bin im Frühjahr 89 nach Niedersachsen gekommen. Also nicht hierher. Ah ja. Und erzähl mal ein bisschen, wie das war. Also wie alt warst du da? Ich war 10. Und meine Eltern haben nach einem Besuch in Deutschland, ich hatte eine Tante, die da schon gelebt hat, beschlossen auszuwandern. Die sind beide Ärzte und waren aber nicht gewillt in der Partei, sich zu engagieren und haben insofern auch
nicht wirklich eine Zukunft gesehen für sich selbst. Und dann sind sie ausgewandert. Und dann sind wir nachts durch die DDR gefahren und mein Bruder und ich haben geheult, weil wir es natürlich wussten, was so auf uns zukommt. Also mir ist einiges, was von dem, was unsere neuen Kollegen sozusagen erzählen, natürlich nicht die Erfahrung des Kriegs oder der langen Flucht oder so, ne? Aber das Gefühl, sich zu verabschieden, das ja. kenne ich ganz gut. Und auch die Ungewissheit, wann man sich wieder sieht, weil da war noch keine Rede davon, dass der eiserne Vorhang irgendwie fällt. Bröckelt. Ja. Ja, und dann bin ich nach dem Abitur nach Dresden gezogen zum Studieren. Und da gab es schon viele Nazis hier. Und da haben wir mit Freunden eine Straßenkapelle gegründet und haben eigentlich den 13. Februar zum Anlass genommen, aber das entwickelte sich dann eigentlich zu so einer Quartierskapelle vielleicht, ja. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ihr, also ihr habt vor einem Jahr oder vor zwei Jahren Flüchtlinge mit in die Band aufgenommen? So. Ja, wir haben zuerst ein Jahr gegen Pegida gespielt, recht häufig. Und dann haben wir eine ganz, ich glaube für die meisten einfach eine sehr brutale Erfahrung in Freital gemacht, weil wir gesehen haben, wie man wie in so einem beschaulichen, heimatlichen Viertel Flaschen gegen Busse fliegen und Leute brüllen, wir wollen euch hängen sehen. Und die Leute da ausstiegen mit einfach nur mit Handgepäck. Und da sich der Hass entlud und die Polizei auch irgendwie einfach zuschaute, wie sie heil gebrüllt wurde und so. Und da haben wir uns gedacht, das Demonstrieren ist irgendwie ganz wichtig, aber nicht alles, was wir können. Ja, und ihr habt dann einige integriert, wie man das so schön sagt. Das ging ja sehr schnell. Also, wie wir das auch schon bei Sanna gehört haben, dass die meisten wollen ja nicht hierher, sondern müssen hierher. Und dann versuchen wir das Beste daraus zu machen. Also das ist ja auch das, was wir machen würden. Und die waren jetzt hier und haben mit euch Musik gemacht. Und das ging ja dann schnell. Ja, das Integrieren ist ja echt so ein nerviges Wort. Also für die meisten von uns, weil wir haben irgendwie für das Integrieren Preise und Geld gekriegt. Aber es ging eigentlich schon nach einigen Wochen auf dem Senkel. Weil zum Integrieren reicht eigentlich so eine Flasche Raki und dann ist gut. Das heißt irgendwie anders, aber ich habe es vergessen, wie es heißt. Arak. Sana Arak, genau, das heißt ja. Arak. Ja, also das ist ja auch zurzeit bei uns einfach das Gespräch, dass wir in Dresden zu den Lauteren gehören und da wir ein wirklich irgendwie ein enger Freundeskreis sind, uns das nicht so schwer fällt. Und ich glaube auch, denjenigen, die angefangen haben, mit uns Musik zu machen, das auch recht schnell zuteil wurde, dass es nicht so schwierig ist, also beidseitig. Und jetzt versuchen wir, diesen Begriff wieder loszuwerden. Ja, apropos Freunde, was ist denn für dich Heimat? Ja, das ist schwierig. Ich glaube, also als wir dann Freital waren, und mich jemand aus Afghanistan gefragt hat, warum hassen die uns, war ich zum ersten Mal im Leben in der Lage zu sagen, okay, ich bin jetzt Deutsch und ich erzähle dem jetzt, was hier los ist. Bis dahin war das immer so, okay, ich war in Sachsen, aber ich spreche eher Norddeutsch und das fand ich ganz in Ordnung. Und wenn ich mir die Nachrichten aus Polen angucke, bin ich auch ganz gerne zurzeit irgendwie in Deutschland, ja, aber das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, verdammt, jetzt muss ich mir mal kurz entscheiden, was ich bin. Aber das ist natürlich was anderes. Ich glaube, der Heimatbegriff ist wirklich schwierig und ich habe auch neulich bei so einer Konferenz darüber ein bisschen was erzählt und da habe ich gesagt, dass ich die Heimat, die auf dem Hip-Hop auftaucht, echt ganz annehmbar finde, weil das sind oft Vorstellungen von einer Gesellschaft, die da beschworen, besungen werden, die einfach das aufbricht, worum es hier geht. Also ja, es hat nichts mit Volk, mit Nation, mit Sauerkraut zu tun, sondern es geht oft irgendwie ins Regionale und um das Viertel, um die heterogene Zusammensetzung des eigenen Lebens und seiner Nachbarschaft. Also ich glaube, das genügt mir und
Ich weiß nicht, mir fällt es wirklich schwer zu sagen, Sachsen, Dresden, ist, also ich bin hier seit 16 Jahren und ich habe echt Schwierigkeiten, also irgendwie gerne durch diese Stadt zu fahren mittlerweile. Und ob das jetzt meine Heimat ist, ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das, manchmal kommt man auch ohne aus vielleicht, aber... Auch gut, ja. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass man diesen Begriff diskutieren muss und nicht nur vielleicht auf dem Sofa, sondern das müssen sich auch die Parteien mal zu Gemüte führen. Gerade linke Parteien haben eine extrem, extrem große Schwierigkeit mit diesem Begriff und der ist aber nicht so schwierig. Und wenn man den entreißen könnte, ja, wenn man den wirklich positiv besetzen kann, und das kann man, weil Deutschland ist ein Einwanderungsland, es ist multikulturell. Und wenn das als Heimat dabei herauskommt, dann, dann ist schon weniger, alles ein bisschen weniger völkisch besetzt. Ja. Ja. Also der Begriff ist einfach antiquiert, weil man so selten darüber redet. Ja, aber also wenn man jetzt durch Berlin oder durch München oder eine andere, durch Hamburg irgendwie läuft und... ja, wir wissen ja, welche Nationalitäten die größten Einwanderungsteile stellen und Türken oder Polen oder Russen fragt. Ja, dann sagen sie, ja, Hamburg ist meine Heimat, ja, oder Berlin oder so. Und ich finde, das reicht eigentlich. Das ist erstmal in Ordnung. Sehr gut. Ihr macht jetzt wieder Musik. Wie heißt das Lied? Winterschalabier. Was heißt das denn auf Deutsch? Also das bedeutet vielleicht... die schöne, die hübsche Frau oder das hübsche Mädchen. Also. Ich sag's nochmal in das Mikro, das heißt die schöne, hübsche Frau oder ja. Das hübsche Mädchen. Ja. Kommt drauf an, wie alt die Frau oder das genau. Mädchen ist. Genau. Gut, soweit. Viel Spaß mit der Banda International. Thank you.
Wir haben jetzt so ein bisschen reflektieren können, was für jeden Einzelnen so diese Heimat ist und was es ausmacht, dass man vielleicht auch ohne auskommt. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Heimat aus, denn wenn man so ganz tief in sich reinhört, wird man immer wieder feststellen, dass es irgendwie ohne so einen Fixpunkt und lass es die Menschen sein. Also für mich ist nämlich der Heimatbegriff nämlich, also ohne das jetzt endlos vorwegnehmen zu wollen und zu diskutieren, für mich ist diese Heimat, sind das die Menschen, mit denen ich gegenwärtig so zu tun habe. Für mich ist das hier, was wir hier gerade machen, wo diese Ideen fließen, wo auch ein Bier aufgemacht wird, wo Menschen zusammenkommen, die nachdenken, die vielleicht auch eine Vision haben und erfolgen. So, das ist schon das schönste Gefühl von Heimat. Also finde ich schon, nächste Woche kann das ganz woanders sein oder morgen. Also kann das vielleicht auch in meiner Küche sein. Aber jetzt an der Stelle ist es jetzt hier und das finde ich ein ziemlich berauschendes Gefühl. Denn unsere Heimat, und ich glaube, das ist so ein, was es ein bisschen ausmacht, unsere Heimat verändert sich permanent. Und wir verändern uns ja mit dieser Heimat, mit dieser Situation. Das spricht auch noch meinen Heimatbegriff an. In einer Idee beheimatet zu sein, ist ja auch Heimat. Auch in einer Utopie. Ich bin bekennender Utopist. Ich bin der Meinung, auch wenn der Altbundeskanzler, der Verstorbene, mal sagte, wer Visionen hat, solle zum Arzt gehen. Herr Schmidt, das tut mir leid, das stimmt nicht. Wer keine Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Wir brauchen Visionen und humanistische Visionen. Das ist Heimat. Und noch was fiel mir auch bei dem Gespräch, auch mit dir vorhin. Ich denke, ich habe dann noch nicht so konkret darüber nachgedacht, aber natürlich, ich könnte mich in einem nicht wirklich sich um Demokratie bemühenden System nicht heimatlich fühlen. In keiner Diktatur könnte ich mich jemals beheimatet fühlen. Und das spielt ja auch eine große Rolle. Ich meine, gut, wir haben als sogenannte Nachgeborene ja ein großes Glück gehabt. Ich hatte noch ein besonderes Glück. Meine beiden Eltern waren keine Nazis. Das heißt, ich durfte schon als kleines Kind über die Zeit reden. Das ist ganz wichtig und das wurde nicht totgeschwiegen. Und was natürlich meinen bekennenden Pazifismus unglaublich befördert hat. Mein Vater hat im Zweiten Weltkrieg den Kriegsdienst verweigert. Und dann habe ich mal als junger Mann zu ihm gesagt, mit 14, aber Papa, du warst ja ein Held. Sagt er, nein, ich war kein Held. Das war so. Ich sollte in eine Kaserne kommen, da kam ich hin. Dann hat mich ein Vollidiot angebrüllt, von dem ich mich nie würde anbrüllen lassen. Und ein paar Tage später sollte ich eine Waffe nehmen, auf jemanden schießen, den ich nicht kenne. Dann bin ich wieder gegangen. So sehe ich, sollte man es tun. Ein Gedanke, der mir jetzt gerade noch kam, wir besprechen das jetzt auf zwei Ebenen. Also das eine ist, man sagt, wir verändern Heimat. Ja. Das heißt Heimat in dem Sinne ja als ein Kollektivbegriff. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir aber am Anfang diskutiert, was ist Heimat für dich? Also Heimat ist etwas, was grundsätzlich sehr individuell ist. Ja. Ich glaube, die Veränderung von Heimat ist eine Tatsache, aber es gibt eben nicht die Heimat, sondern Heimat, also Veränderung von Heimat funktioniert nur in der gegenseitigen Sensibilität füreinander. Also sich im Bewusstsein zu sein, dass Heimat kann Ort sein, Sprache sein, wie auch immer. Und wir müssen dafür sensibel sein, dass das etwas sehr Persönliches ist. Und es eben, wir uns davor hüten müssen, es einfach zu einem kollektiven Moment zu machen, also zu sagen, Deutschland ist die Heimat der Deutschen zum Beispiel. Also das ist das Verbindende. Nicht, dass alle die gleiche Heimat haben, sondern dass jeder eine eigene Heimat hat und das führt uns alle zusammen, finde ich. Wie siehst du das, Sanne? Also bei mir, also ich habe, also ein gleiches Thema möchte ich kurz sprechen. Ich habe immer gesagt an meine Kinder, dass wir müssen immer meine Hände öffnen und meinen Kopf öffnen und Hauptsache mein Herz öffnen und alle Leute akzeptieren, alle Leute mögen und das ist das Leben. Also wenn also Liebe, einfach man kann so sagen, Liebe macht das Leben einfacher und wir können einfach leben miteinander und mögen einander. Ich bin gegen niemand. Ich bin nur gegen Blut, also Blut. Blut meine ich. Ja. Vergießen.
mir gegen was zurzeit in der Welt passiert. Warum wir akzeptieren einander nicht? Warum? Ich verstehe das einfach nicht. Aber das kann man schon mal, entschuldigen, muss man auch mal ganz kurz politisch ansprechen. Es ist ein völlig aus dem Ruder geratenes, wahnsinnig gewordenes finanzkapitalistisches System, das alles kaputt macht. Das muss man auch mal politisch sagen. Bei all dem, es ist einfach ein Wahnsinn, was passiert. Wie kann eine Welt friedlich sein, in der der größte Arbeitgeber der Welt ist die amerikanische Militärindustrie? Dann kommen die ganzen Konzerne, die alle ihre eigenen Interessen vertreten. Es ist der Finanzkapitalismus, der die Leute weltweit prekarisiert. Und natürlich auch, dass man an Waffen weiter Geld verdient. Ich glaube, das ist wichtig, das zu erkennen, um auch mal zugleich, ich habe gesagt, ich bin ein spiritueller Mensch, aber ich finde, man kann durchaus, und das ist durchaus angebracht, politisches Verständnis zusammen mit einem spirituellen Verständnis verbinden. Die Frage, dass wenn man sich die ganzen großen Konflikte in der Welt anguckt, ist es ja auch eine schöne Ausrede zu sagen, na, das kann ich eh kann nicht ich tun. Ändern. So, anstatt die kleinen Konflikte um sich herum anzugehen und das, was man zumindest tun kann, egal in welcher Position, in welcher Stelle ist, man auch anpacken kann. Anstatt sich hinzulegen und zu sagen, so muss jemand anders machen, ich kann es ja nicht, aber ich erwarte es von jemandem anderen, dass die das machen. Ja. Und wenn die es nicht hinkriegen, wer auch immer, dann sind die halt doof. So, das mag ja durchaus als Kritik berechtigt sein, wenn jemand sich irgendwie falsch verhält. Sozusagen obwohl er es besser machen könnte, so wie du das angesprochen hättest. Ne? Man könnte sich auch politische Akteure friedvoll vorstellen. So. Aber dann das als Ausrede zu nehmen, selber gar nichts zu machen und selber Konflikte zu produzieren und selber sich zurückzuziehen, das finde ich irgendwie ein bisschen eigentlich schade. Das ist das Demokratie-Courage. Projekt, ja, oder? Genau. Und ich finde, das genau gehört zur Demokratie eben nicht zu sagen. Demokratie ist auch lebendig. Wenn die erstarrt, dann ist es vorbei mit ihr. Dann haben sofort ein paar Mächtige wieder die Finger drauf. Das ist die einzige Form, die nur dadurch existiert, weil sie sich ständig verändern kann. So, eine Diktatur, egal ob im Alltag oder nicht, ist auf den Ist-Stand festgelegt und den muss sie bewahren, sonst ist sie weg vom Fenster. So, eine Demokratie wird sich immer weiterentwickeln müssen. Das ist schwer, das tut auch manchmal weh. Und es ist egal, ob die eine Schulklasse demokratisch, eine Familie demokratisch, ein ganzes Staatswesen demokratisch organisiert ist, das hat schon was mit Arbeit zu tun. Die Arbeit kann aber nie einfach nur jemand anders machen, sondern die machen wir schon alle jeden Tag selber. Und das kann man auch nicht irgendwo hin delegieren. Dann ist man nicht mehr Teil des Prozesses. Dann ist man einfach nicht mehr Teil und fühlt sich dann vielleicht auch ausgeschlossen, aber vielleicht manchmal auch, weil man sich selber rausgenommen hat und danach schimpfen kann, na, die anderen, die hören ja gar nicht mehr auf mich. Naja, dann müsst ihr mit uns muss man Verantwortung mitmachen. Übernehmen. Ja. Ah, das könnte einer der Gründe sein, also wenn in Demokratie, was ein Prozess, also eine Prozessordnung quasi ist, der Heimatbegriff auch als Prozess wahrgenommen wird und in Autokratien der Heimatbegriff als was Starres. Dann kann man sich besser dran orientieren. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum das gerade in Dresden gerade so schwierig ist, weil einfach lange eine Autokratie war und dieser Heimatbegriff natürlich in der Jugend so geprägt wurde als festes System und dass deswegen diese Ängste kommen. Und dass ein Angriff auf die Persönlichkeit ist, wenn sich so ein festes System bewegt. Ändert, ja, genau. Ist mir gerade als Gedanke gekommen. Weiß ich nicht, ob das stimmt, ja. Aber also das aus dem, was du gesagt hast. Vielleicht ist es ein Teil dessen. Ich scheue mich immer davor, zu sagen, es liegt an dem und dem. Ja, das ist richtig. Ja, so, war jetzt bloß ein Gedanke. Es gibt, glaube ich, so eine Gemengelage, die Dresden dazu gemacht hat, was es ist. Ja. So, das, naja, im Guten wie im Schlechten. Ne? Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, du bist gern bei uns. Ich bin ja auch gern hier, weil es eben die schönen Seiten... Die Stadt Erich Kästners. Genau. Immer wieder betonen. Und ich liebe ihn. Weil es eben auch schön ist, aber wir haben eben auch eine bestimmte politische Kultur, wir haben bestimmte Einstellungen hier, wir haben bestimmte Erfahrungen, die Menschen gemacht haben. Die alle zusammen halt so eine politische Kultur ergeben, wo man so den Eindruck hat, oh, es ist schon ganz schön eng hier manchmal, ne? Und das ist schon manchmal sehr beklemmend, also zumindest empfinde ich das so. Und die sozusagen über diesen Rand hinausgehen, die werden als störend empfunden und kriegen sozusagen eher ein paar auf den Deckel.
Und ja, so, das heißt ja nicht, dass man es deswegen nicht mehr macht, so, sondern genau deswegen müssen wir, glaube ich, einfach den Raum erweitern, damit man hier wieder Luft bekommt. Also kann man das darauf runterbrechen, dass man sagt, wir gestalten unsere Heimat, ja, und wir sind dafür verantwortlich für das, was um uns drumherum passiert. Ob wir mit jemandem offenherzig umgehen, ob wir jemanden einladen, ob wir ein Publikum uns suchen, ob wir versuchen, mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Ihr seid ja ein Beispiel dafür. Ist halt das, dafür, was wir können, gestaltet, vielleicht ein bisschen. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die halt politisch aktiv werden müssen oder auf einer Bühne stehen und dort den Mund aufmachen. Ja, und gleichzeitig finde ich, zudem gehört dazu, natürlich nicht nur in Dresden, dass man in bestimmten Momenten einfach auch die Stirn zeigt, die Haltung sagt, das ist nicht demokratisch, das kommt einfach nicht, das darf nicht vorkommen. Ich möchte erinnern an einen, ich habe das Zitat jetzt nicht wörtlich da, ich will es auch gar nicht mehr wörtlich haben, es gibt von Hitler im Bürgerbräukeller, 2 Jahre vor der Machtergreifung, gibt es eine Rede, wo er ganz deutlich sagt, ich kann das auch irgendwann nachsuchen, wenn es jemand will, wo er ganz deutlich sagt, wir werden versuchen, mit allen demokratischen Mitteln an die Macht zu kommen. Aber wenn wir an der Macht sind, werden wir auf die Demokratie scheißen. Also ein bisschen anders ausgedrückt. Genau das gibt es wörtlich von ihm. Ja? Und so müssen wir aufpassen, dass es gibt mittlerweile Leute, die wollen mit demokratischen Mitteln an die Macht und du spürst an all dem, wie sie sind, wie sie denken, was sie tun, hernach keine Demokratie mehr. Da muss die Demokratie stark sein, das zu verhindern. Ja. Was mich manchmal immer ein bisschen glücklich macht, so in meinem... Ja. Was mich immer mal so ein bisschen glücklich macht im Umgang mit anderen Menschen, ich finde das total wichtig und auch faszinierend, dass mit anderen Menschen ins Gespräch kommen und mit anderen Menschen austauschen. Und was mich wirklich glücklich macht, ist immer, dass man recht schnell so merkt, wie fühlen die anderen, was denken sie, was ist das, was, wo man sagt, da nimmst du Ideen mit, da nimmst du auch eine Motivation mit, da gehst du raus und hast so dieses Gefühl, du könntest anderen Menschen jetzt auch was davon abgeben, von dieser Energie und von dieser schönen Situation, die du erlebt hast. Und ich glaube, die Runde, die war so eine Situation. Also die hat mich jetzt nachhaltig geprägt. Wir werden weitermachen dort, wo wir aufgehört haben. Super. Vielen Dank. Das war unsere erste Sendung vom Ballroom Talk. Wir hören jetzt noch mal kurz die Banda Internationale zusammen mit Konstantin Wecker in einer live aufgezeichneten Ballroom-Session. Viel Spaß. Sehr gerne. Okay. Ich habe einen Traum, wir öffnen die Grenzen und lassen alle herein. Alle, die fliehen vor Hunger und Mord, und wir lassen keinen allein. Wir nehmen sie auf in unserem Haus, sie essen von unserem Brot. Und wir singen und sie erzählen von sich, und wir teilen gemeinsam die Not. Und den Wein und das Wenige, was wir haben, denn die Armen teilen gern. Und die Reichen sehen traurig zu, denn zu geben ist ihnen meist fern. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns doch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Mut. Ihre Kinder werden unsere sein, keine Hautfarbe und kein Zaun. Keine menschenverachtende Ideologie trennt uns von diesem Traum. Vielleicht wird es eng, wir rücken zusammen, versenken die Waffen im Meer. Und wir reden und singen und tanzen und lachen und das Herz ist uns nicht mehr schwer. Ach, wir haben es doch immer geahnt und wir wollten es so nicht wissen. Was wir im Überfluss haben, das müssen andere schmerzlich vermissen. Ja, wir teilen und geben vom Überfluss, es geht uns doch viel zu gut. Und was wir bekommen, ist tausendmal mehr. Und es macht uns unendlich Mut. Und die Mörderbanden aller Armeen, Gott gesandt oder Nationalisten,
erwärmen sich an unseren Ideen und ahnen, was sie vermissten. Ja, ich weiß, es ist eine kühne Idee und viele werden jetzt hetzen. Ist ja ganz nett, doch viel zu naiv und letztlich nicht umzusetzen. Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum geträumt von unzähligen Wesen, dann wird an seiner zärtlichen Kraft das Weltbild neu genesen. Ja, ich habe einen Traum von einer Welt und ich träume nicht mehr still. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich leben will. Es ist eine grenzenlose Welt, in der ich lebe.